Auf Steam gibt es genau zwei Bedingungen, damit man ein Spiel zurückgeben kann. Erstens, besitze das Spiel für weniger als 14 Tage und zweitens, habe weniger als 2 Stunden Gesamtspielzeit darin. Mit diesem System kann man also rein theoretisch ein sehr kurzes Spiel komplett durchspielen und dann trotzdem am Ende einfach sein Geld zurückbekommen. Es gibt sogar Leute, die Spiele wie Resident Evil 7 oder Resident Evil 3 Remake innerhalb dieser 2 Stunden zu 100% durchgespielt haben und dann ihr Geld zurückbekommen haben. Obwohl das nicht mal möglich sein sollte. Was wäre jetzt also, wenn man aus diesem Refunding-System von Steam und diesen 2 Stunden einfach ein komplettes Spiel machen würde? Refund me if you can. Ein Spiel, das alles in seiner Macht tut, um zu verhindern, dass du es in unter 2 Stunden durchspielen kannst. Und zu diesen 2 Stunden zählt nicht nur das Gameplay, sondern jede einzelne Interaktion, die du mit dem Spiel hast. Also auch der Startbildschirm, das Hauptmenü oder auch die Optionen nehmen dir alle höchst wertvolle Zeit weg. Ich will also jetzt herausfinden, ob ich in der Lage dazu bin, mich dieser Herausforderung zu stellen, um am Ende meine 3,99 zurückzuergattern. Direkt zu Beginn der Challenge wirft dir das Spiel ein paar wirklich schwierige Entscheidungen an den Kopf. Read carefully. Halt dein Maul. Warte. There is no... Na, will... Nee, ich lese das nicht. Oh, skip Tutorial. Scheiße. Soll... Warte, aber... Ich skip's nicht. Scheiß drauf, ich krieg's trotzdem. Durch das Tutorial wurde mir direkt klar, auf was für eine Art von Spiel ich mich hier überhaupt eingelassen habe. Man ist in einem riesigen dunklen Labyrinth voller gefährlicher Monster gefangen und muss es in unter 2 Stunden dort rausschaffen. Laut der Shop-Seite gibt es hier über 100 völlig gleich aussehende Wege, wovon nur ein einziger ans Ziel führt. Und die einzige Methode, sich da zu orientieren, ist es, Lichter zu legen. Entweder grüne oder rote Lichter, die selbst nach deinem Tod noch liegen bleiben, solltest du das Pech besitzen, in eines der Monster gerannt zu sein. Gegen diese Typen gibt es übers Spiel verteilt aber immerhin noch diese Schutzzonen, in denen dir die Monster rein gar nichts antun können. Das sind deine einzigen Hilfsmittel hier. Ansonsten hat mir das Tutorial halt so Stunny-Zeug gezeigt, wie mit Leertaste springst du, mit E hebst du Sachen auf, mit Shift läufst du und so weiter. Zeug, das man halt kennen sollte, wenn man schon mal ein Videospiel am PC gespielt hat. Dementsprechend mit diesem immensen Zeitdruck auf meinen Schultern bin ich da einfach durchgerusht und habe die Hälfte des Tutorials nicht mal gelesen. Und das war ein riesiger Fehler. Boah, das ist ja das dunkelste Spiel der Welt. Es gibt eine fucking Taschenlampe. Oh Gott, ey, ich sehe nichts. Seht ihr hier irgendwas? Ich sehe wirklich gar nichts gerade. Es ist so dunkel. Das ist ein Monster. Warum schreit die? Mann, ich sehe den doch nicht. Es ist so dunkel. Ich sehe nichts. Warum gibt es hier keine Flashlight? Okay, ich sehe den. Was bist du für ein Ding eigentlich? Ich kann ja laufen. Stimmt. Push forward. Kannst du deinen eigenen Bildschirm nicht manuell heller machen? Ich glaube, der ist... Das ist Time Loss. Time Loss. Okay, was zum Teufel? Okay. Aber danke für 4 Euro, also Real Talk jetzt. Ich dachte, das ist ein Teleporter. Mann, Alter, wirklich. Was für Idiot. Das sah voll aus wie ein Teleporter, als ob mich das killt. Kommt schon, ihr werdet genauso reingelaufen, ehrlich, ey. Ich vergesse immer, dass der hier ist. Alter, wie ist meine Zeit? Ich habe gerade nicht... 5 Minuten. Komm, ich habe 2 Stunden, also als ob ich das nicht schaffe. Doch halt, bevor es mit diesem Video weitergeht, dieses Video wurde gesponsert von Honkai Star Rail, das neue kostenlose Space Fantasy RPG von HoYoWorst, den Leuten hinter Genshin Impact. Falls ihr noch nicht zu den über 80 Millionen Leuten gehört, die Honkai Star Rail runtergeladen haben, ist jetzt wohl der perfekte Zeitpunkt, dem Spiel beizutreten. Da Honkai Star Rail mit der neuen Version 1.2 2 brandneue Maps erhält, die Main Story auf Xianshu Lofu endlich seinen Klimax erreicht und jetzt bis zum 29. August endlich ein lang ersehnter Charakter verfügbar sein wird. Kafka. Sie ist eine wahnsinnig fesselnde Antagonistin. Stets gelassen, immer mit einem Lächeln und dabei absolut elegant unterwegs, aber auch äußerst mysteriös, da keiner ihre tatsächlichen Motive kennt. Ihre furchteinflößende Fähigkeit, andere durch Sprache manipulieren zu können, macht sie zu einer der berüchtigsten und skrupellosesten Verbrecherinnen des gesamten Universums.
aber ist gut für den Kampf. An deiner Seite nutzt sie nämlich ihre Maschinenpistolen oder ihr Katana und kann sofort Folgeangriffe ausführen, sobald ein Verbündeter angreift. Mit ihrem ultimativen Angriff führt sie außerdem allen Gegnern Blitzdamage mit einer Chance auf Schock zu und löst mit ihren Skills die DOT der Begleiter aus. Aber Timo, ich liebe Honkai Star Rail so sehr, ich will es in mir spüren. Keine Sorge! Seit dem 22. Juli gibt es für einen Monat exklusive Blade & Kafka Bubble Tees bei jedem Come-By in Deutschland. Dort bekommt ihr unter anderem Poster, Sticker und vieles mehr, aber auch Redemption Cards, die ihr im Spiel einlösen könnt. Gönnt euch also ein Honkai Bubble Tee und klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung, um auch heute noch mit Honkai Star Rail kostenlos anfangen zu können. Wenn ihr den Redemption Code, der jetzt gerade angezeigt wird, im Spiel nutzt, erhaltet ihr obendrauf noch 50 Stellar Jades im Spiel. Kommen wir jetzt aber zur Taschenlampentragödie. Leute, wenn ich jetzt sterbe, ich werde keinen Plan mehr haben, wo ich hin soll. Mama, der Kürbiskopf für Survivor. Ja, was ist das denn? Ich habe Find the Blue Pumpkin bekommen. Ja, cool, danke. Oh. Ah, oh mein Gott, das habe ich gerade so erschreckt. Mann, Alter. Was habe ich mir da für eine Scheiße rausgesucht, wirklich? Okay, was zum Teufel ist das? Was sammle ich denn die ganze Zeit ein? So ein Spiel hat so ein Tutorial, was ich gespielt habe, um Zeit zu verlieren. Aber es sagt mir nicht, was... Habe ich ein Inventar? Nein. Hier sieht alles gleich aus. Das ist der Qualitätscontent hier. Time loss. Alter, das ist ja das, glaube ich, uninteressanteste Spiel zum Zusehen auf der ganzen Welt. Was ist das jetzt? Wo ist dein Blitz? Safe Zone. Oh mein Gott, wir haben eine Safe Zone erreicht. Okay, ihr erinnert euch ja doch noch sicher an das Tutorial, ne? Und erinnert ihr euch auch noch an das, was ich vor nicht einmal 20 Minuten im Gameplay selber gesagt habe? Okay, in Safe Zone, Monster cannot kill you. Okay? Nein. Nein, bitte. Nein. Nein. Ich bin ja nicht mal da gespawnt. Hätte ich eh drücken müssen? Ich bin... Der Safe Spawn hat nichts gebracht. Ach komm. Das ist ja schön und gut. Aber... Das sind keine Respawn-Points. Bin ich der dümmste Mensch der Welt, oder? Ah, ich werde mein ganzes Geld verlieren, Junge. Aber was erwartet man auch von jemandem, der für mehr als eine halbe Stunde ein viel zu dunkles Spiel spielt und einfach nicht blickt, dass es dort eine Taschenlampenfunktion gibt? Bis dann plötzlich das passiert ist. Oh, einfach hier rein, einfach hier rein. Ich werfe noch so ein Licht raus hier. Juna92 haut 1 Euro raus. Drück mal bitte Q. Was? Drück mal bitte Q? Nein, du willst mich doch verarschen. Oh! Mehr als ein Viertel der kompletten Zeit ist also schon weg. Und auch wenn ich diese Zeit theoretisch hätte sinnvoll nutzen können, habe ich durch das Vergessen der Taschenlampe quasi absolut keine Fortschritte gemacht und diese wertvolle Zeit einfach weggeworfen. Mit weniger als 1,5 Stunden musste ich jetzt also das Beste aus dieser neu entdeckten Fähigkeit machen. Stand es im Tutorial? Nicht, oder? Was ist Q auch für eine komische Taste für Taschenlampe? Benutzt doch F wie jedes normale First-Person-Shooter-Spiel. Was für Q? Wo kommst du denn jetzt her? Weh, du killst mich, weh, du killst mich, weh, du killst mich. Hör auf. Halt. Oh, du Loser. Alter, du fucking Loser, wirklich. Wait, ich bin hier stuck. Okay, Leute, passt auf Gaming. 3, 2, 1. Ach, hier ist ja generell gar nichts. Das ist so mies. Das ist so mies. Hier ist einfach nichts. Jetzt bin ich hier wieder. Okay, Gaming! Komm, da kann man rein, da kann man rein, da kann man rein. Da kann man rein. Ich weiß es, wo ich hin muss. Wir sind hier gerade auf World Record Pace, Leute. Ihr rafft es noch nicht, aber ihr werdet es am Ende sehen. Wenn wir auf speedrun.com gehen, dann sehen, dass ich der weltbeste Spieler in diesem Spiel bin. Gaming!
Gaming. Oh mein Gott, das war so ein Gamer-Moment gerade. Okay, es geht tiefer. Das ist schon mal cool. Ich hab 45 Minuten. Ich hab bald die Hälfte. Was soll das denn? Wait, da hinten! Natürlich! Es lag von Anfang an vor meiner Nase. Einfach durchpushen. Und dann hier hoch. Nevermind. Bro, ich glaube, das ist einfach straight up eine Wand, oder? Du fucking dummes Kackspiel. Wait, stimmt, es gab ja so ein Pumpkin. Oh ja. Geh mal weg. Geh mal weg. Nein, nein, nein. Bitte, 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 bitte. Hier ist ein Weg. Gaming, Gaming, Gaming. Betreib Gaming. Betreib Videospiel. Oh. Warum steht da Watch Out? Warum steht da Watch Out? Okay, 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 okay. Ah. Oh, das ist so gemein. Das ist so gemein. Oh mein Gott. Zack, zack, zack. Leute, ich glaube, wir kommen ans Ende. Okay, hier war ich noch nicht. Oh, bitte. Wait. Ist da Licht? Rush through. What? Hä? Push forward. Da hinten. Es lag von Anfang an vor meiner Nase. Einfach durchpushen. Bro, ich glaube, das ist einfach straight up eine Wand, oder? Fucking dummes Kackspiel. Was? 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 Trotz der Taschenlampe ist noch längst kein Ausgang in Sicht. Ich hatte so viel Zuversicht, dass ich dem Ziel immer näher kommen würde, nur um letztendlich wieder ganz am Anfang zu landen. Und mit weniger als der Hälfte der Zeit übrig, erschien meine Situation aussichtslos. Ich fand mich gefrustet wieder und gleichermaßen verwirrt. Ja, da geht's ja voll weiter. Was hab ich da vorher gesehen? Hä? Was für, da ist eine Wand. Was war denn mit mir? Oh, 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 oh. Ist das das Ziel? Was ist das hier? Hallo? Find the campfire. You found the campfire. Ja, und jetzt? Schön und gut, dass da fucking Campfire war. Aber was bringt mir das? Nein, meine Batterie ist gleich leer. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist das? Find the blue light. You found the blue light. Mann, ist mir doch scheißegal, was ich da gefunden habe. Ich bekomme so Erfolg nach Erfolg und es bringt mir nichts. Man denkt so, oh mein Gott, da ist das Ziel. Und dann bekommt man so ein fucking Steam-Achievement und merkt so, oh lol, okay, ich habe gar nichts. Ich habe das Gefühl, ich muss zu dem Licht. Nein, 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 nein. Be fast. Wie war ich? Oh nein, wie bin ich da hingekommen? Scheiße, wie war der Weg? Ich glaube, wir kommen dem Ende gerade sehr nah. Wenn das der richtige Weg ist, wo man das Spiel in 1:30 oder so durchspielen kann, dann sollte ich das machen können. So. Dankeschön, Dankeschön. Schrei nicht, bitte schrei nicht, bitte schrei nicht, bitte schrei nicht. Bitte sei das Ziel. Okay, okay. 100% ist da das Ziel. Wenn da nicht das Ziel ist, dann... Ich sag lieber nix. Sowas geht nicht gut aus. There are multiple endings. Stand das schon immer da? Willst du mich... Das glaube ich dem Spiel nicht. Das ist Bait. Das ist eine Marketingstrategie, dass man das Spiel nicht refundet. Dass man sich denkt, ey, ich hatte so viel Spaß mit Refund Me If You Can, dass ich dieses Spiel nochmal spielen will und erkunden möchte und die multiplen Enden in diesem tollen, super tollen, geilen Spiel finden will. Oh no. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ist das Bait? Es fühlt sich an wie Bait. Oh! Watch out! Ja, stich doch noch mehr in mich rein.
Oh mein Gott, Alter. Die Uhr. Sie tickt, erinnert uns an die Vergänglichkeit des Lebens und die kostbare Natur jedes Augenblicks. Unablässig vergehen die 2 Stunden, bis mir nur noch ein schwindender Viertel davon verbleibt. Ich habe mich zwar auf einen Weg festlegen können, welcher mich Hoffnung schöpfen lässt, doch verharre ich weise bei den Leitschnüren meines Herzens oder stürze ich mich gerade unwissend in den unentrinnbaren Abgrund? Das ist so unfair. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das ist unfassbar unfair. Wait, was, wenn man zu dem Monster gar nicht muss? Da gab es hier noch einen anderen Weg. Ich meine, wenn da eine Sackgasse ist, dann finde ich es raus. Dann kein Stress. Aber vielleicht ist da einfach straight up das Ziel. Kann ja sein. Ich gehe mal jetzt weiter. Also ich gehe jetzt nicht da rein, sondern gehe jetzt einfach mal weiter. Dead end, it was not worth it. Du bist so ein... Ey, wirklich, wie kann man so sein? Ich war doch richtig. Okay, pass auf. Rüber? Und jetzt habe ich... Unsichtbare Mauer. Da ist eine unsichtbare Mauer. Bis zum Teufel. Ah! Oh mein Gott! Hier geht's ja immer noch weit. Was bist du für ein Haufen Scheiße? Was bist du? Geh weg. Bitte, 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 bitte. Wehe, du kommst jetzt her. Alter, geh doch einfach. Ich will hier echt nicht sterben. Oh mein Gott, willst du mich eigentlich verarschen? Oh mein Gott, bitte, 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 bitte. Oh. Oh, ich hab's, oder? Ja, okay. Bitte, 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 bitte. Was ist das hier? Welche runterfallen? Nein, jetzt kommt ein Jump'n'Run. Willst du mich verarschen? With the right technique, it can be done. Oh nein. Das ist ein Jump'n'Run-Finale. Speedrun. Ganz ruhig, Timo, ganz ruhig. Wir machen das. Timo, du warst noch nie so gut in einem Videospiel wie jetzt gerade. 1,47. Schau mal, selbst wenn wir jetzt sterben, können wir es noch schaffen. Wir haben das Ziel gesehen! Ich sollte nicht so spielen. Ich sollte auf gar keinen Fall so spielen. Wow. Oh Gott. Okay. Ich muss gucken, welche Baits sind. Der war Bait. Ich glaube, ich habe halt auch den längsten Weg von allen genommen, oder? Wir brauchen ungefähr 4 Minuten, glaube ich, bis wir an diesem Spot mit dem Jump'n'Run sind. 4 Minuten sind viel zu lang. Schau mal, selbst wenn wir jetzt sterben, kann ich es gerade noch so rüber schaffen, glaube ich. Aber ganz knapp. Ich kann dir 4 Euro geben, wenn du die so krass brauchst und die dir so viel wert sind. Die 4 Euro von diesem Spiel sind mir unfassbar wichtig, ja? Weil da hängt noch viel mehr. Da hängt so... Oh nein! Oh nein! Letzter Try! Bitte geh durch! Bitte! Danke! Lasst mich in Ruhe mit eurem blöden PNG-Animationen! Ihr könnt mir gar nichts! Ihr seid nicht echt! Hier wird's scary. Oh! Hier entscheidet sich alles. Oh, ich hab's durchgeschafft. Oh, mein Gott. Spring da rein. Ey, imagine. Das ist eine Sackgasse. Wo laufe ich gerade hin? Warte mal. Bin ich... Hä? Okay, hier ist ein Licht. Aber, hä, bin ich... Ich glaube, ich... Ich bin zurückgelaufen! Da muss ich hin! Ach so, nein! Nein! Okay, wir sind hier. Oh nein, ich habe so Angst, Leute. Okay. Er war auch Bait, ne? Ja, vielleicht habe ich ja im zweiten Teil mehr Glück. Refund einfach. Ich meine, 2 Stunden sind dann noch nicht vorbei.